Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen eine kleine Runde Panzer, wir spielen World of Tanks und wir sind wieder auf Mission unterwegs. Und zwar, ihr seht, ich bin im Waffenträger da, das heißt, es gibt wieder eine Jagdpanzermission. Wie Sie sehen, habe ich fast alle Jagdpanzermissionen irgendwie im Waffenträger gemacht, fällt mir gerade so auf. Ja, nichtsdestotrotz, Jagdpanzermission 12 steht da, die heißt Großwildjagd. Hauptbedingung, zerstören Sie zwei schwere Panzer und verursachen Sie 3000 Schadenspunkte. Nebenbedingung, gewinnen und überleben. Ja, das ist eine Mission, die ich echt, ja, nervig fand. Sagen wir mal, die fand ich ziemlich nervig, weil es ist tatsächlich eine elendig situationsabhängige Geschichte, weil ich habe jetzt ganz oft Gefechte gehabt, da war ein, zwei Heavys maximal, irgendwie sowas. Und wenn man soll alle zwei Heavys töten, die der Gegner hat, ist es halt einfach auch eine Glücksgeschichte und so weiter. Also insofern, hier bei dem Matchmaking war direkt die Vorgabe, heute machen wir die, weil es einfach tatsächlich selten ist, dass ich hier sieben gegnerische Heavys habe. Und das finde ich ziemlich cool. Also es gibt sieben gegnerische Heavys, wir sind hier in Steppen unterwegs, der Elder fährt den T-49, also als Scout. Und ja, Steppen ist eigentlich nicht so meins, zumal ich weiß, die Heavys werden alle da drüben durchdrücken, durch diesen Korridor, wo auch unsere Heavys hinfahren. Und wenn ich mit dem Waffenträger 1 nicht kann, dann ist es irgendwie solche komischen Korridore verteidigen oder so. So, da ist er wieder, der T-49. Ich möchte jetzt nicht riskieren, schon aufzugehen, das muss ich aussagen. Insofern, ja, grandios schlecht geschossen. Sehr gut gemacht, ja. Das hat gut funktioniert. So, Elder ist jetzt gerade aufgegangen, hat gesagt, ah, ich bin offen, ich bin offen. Also irgendwas steht da und spottet, also wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Und ja, am Anfang entwickelt sich tatsächlich erstmal so ganz typisch normales Waffenträger-Gameplay. Man muss halt erstmal warten, schauen, gucken, wo kommen die Gegner her, was können die Gegner, was machen die Gegner. Mal schauen. Load Gold, ja, super Rad. Ja, also ihr seht, ich könnte jetzt eigentlich auch Pausenmusik oder Fahrstuhlmusik einspielen, weil der Waffenträger, zu dem ist so ziemlich alles gesagt und außerdem stehe ich jetzt einfach nur hier sinnlos rum. Da ist wieder dieser T-49 und ihr seht, da hinten taucht ein M103 auf und die Gegner haben irgendetwas ins Cap geschafft. Das heißt für mich, dass ich gesagt habe, okay, dann müssen wir mal nachschauen, wo wäre ich gebraucht? Und da tauchen noch zwei Heavys auf. Jetzt haben wir da den Jagdtiger, den E50 und ein Objekt 263 gegen drei Heavys, die da irgendwie am Horizont rollen. Das sind zwei M103 und WZ-111-1-4. Gut, mal schauen. Also ich habe gedacht, fahre ich mal mit helfen. Meine Kanone kann ja durchaus was tun. Auch wenn ich natürlich ungern frontal gegen Heavy Tanks stehe. Das muss ich auch sagen. Das ist nicht so meins. Ja, gut. Mal gucken, was wir da so tun können. Plan ist jetzt nicht da hochzufahren. Wenn ich jetzt da hochfahre, kriege ich auf den Frack. Ihr seht, das Team loost auf der anderen Seite auch ganz schön ab. Also dachte ich mir, dann warte ich mal, ob der M130 mal blicken lässt. Und da ist er. Guck mal. Und da können wir schön von oben einen reingeben. Wir sind noch nicht mehr aufgegangen bei der Nummer. Ja, und der E50. Jetzt wollte ich natürlich auch ganz gerne den Kill haben. Das hätte mir natürlich schon elendig geholfen. Aber nein, ist nicht. Und da sind die anderen beiden Heavys. Die haben gerade den Rückzug angetreten. Komme ich da irgendwie hin? Ich habe halt dieses Problem, diese Kanone. Ja, die geht nicht so richtig runter. Und wenn ich offen bin, dann kriege ich eine übelst dicke Schelle. Und lässt sich alles nicht so richtig gut an. Also es sieht tatsächlich nicht so schön aus. Es hat sich auch nicht gut angefühlt, muss ich sagen. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt sehr geärgert, als ich schon wieder dachte, boah, hier. Also Steppen sieht halt so weit aus, aber Steppen ist eigentlich tatsächlich keine Karte für Tankdestroyer. Also zumindest nicht für den Waffenträger. Jetzt fahre ich mir hier den Baum um und versuche mal hier irgendwie Schüsse drauf zu kriegen. Ah, nein, genau das ist der Moment, wo er hinter der Kante verschwindet. Ja, weil es gibt halt einfach durch diese ganzen Kanten und Objekte im Fußboden und Wellen und so weiter. Man hat hier eigentlich nicht dieses freie Schussfeld, außer in der Mitte. Und ja, über die Mitte kommt einfach niemand, das macht keiner. Jawoll, gibt es dem WZ mal eine Kelle. Da sind wir schon erstmal bei 1000 Schaden. Das ist ja auch eine Bedingung, 3000 Schaden schießen. Muss man ja auch erstmal tun. Ja, war er wieder weg. Na, Herr Kollege, bitte melde dich.
Weil wenn wir die hier wegkriegen, also ihr seht, es läuft auf der anderen Seite echt überhaupt nicht. 5 neuen, ja, wir werden da richtig aufgemischt. Also Nebenbedingungen sieht echt schlecht aus. So, kann ich da oben? Jawohl! 500 Schaden. Und vor allem erster Kill auf einen Heavy. Das ist schön. Also wir brauchen noch einen Heavy und nochmal 1500 Schaden. Da sind noch 3 Treffer. Das ist eigentlich okay. Also das sollte funktionieren. Da kommt ein Jagdtiger. Einfach so angedübelt. Das kann ja wohl nicht sein. Wo will der denn hin? Ah, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Patz! Nochmal 500. Bitteschön, mein Freund. Und da ist ein ST1 oder STI. Schade. Den hätte man natürlich jetzt schön rausnehmen können. Das wäre geil gewesen. Dann wäre es schon der zweite Heavy Kill gewesen. Jetzt können wir nur hoffen, dass er hier da wieder hinter vorkommt. Also, Idee ist jetzt tatsächlich so ein bisschen zu warten. Der Stutzwagen steht nicht so schlecht. Wenn der Stutzwagen die für uns aufmacht, könnten wir hier noch ein paar Schüsse kriegen. Mal gucken. Der steht nicht so verkehrt. Und da hinten kommt die ganze Meute wilder Heavy Tanks. Objekt. Na, scheiße, drüber gefahren. Über die Kante komme ich natürlich jetzt nicht. Na? Da hätte ich vielleicht einen Schuss gehabt, aber das wollte ich jetzt nicht riskieren. Dann nehme ich halt mal den VK. Und ihr seht, wir stehen gar nicht schlecht. Ich gehe nicht auf. Also ich bin tatsächlich hier schön versteckt. So, jetzt hat er noch eine gekriegt. Wenn wir jetzt... Nee, warte mal. Schießen wir auf den Turm. Komm, dreh rum das Ding. Sehr gut. Das war der Heavy Tank Kill Nummer 2. Jetzt brauche ich noch 113 Schadenspunkte. Also einfach eine HE irgendwo draufknallen. Oder diese Tortoise. Jawohl, das war die Mission. Jetzt gilt es nur noch... Guck mal, wir gehen immer noch nicht auf. Jetzt gilt es nur noch, diese Mission irgendwie abzuschließen mit Überleben und Gewinnen. Boah, na klasse. Auf die Capola gebounced. Und, ah nein, wir sind offen. Und erster Schuss macht mir direkt den Motor kaputt. Eieieiei. Das war eine knappe Kiste. So, und jetzt haben wir den Vorteil, wir haben 3 Leute im Cap. 3 Mann cappen. Das nutzt jetzt alles nichts. Ich brauche mich da nicht mehr mit dazustellen, aber... Dann haben wir so drüben hingeguckt, da ist ein Jagdtiger, ein ST1, ein E75 und 2 Tortoise. Das ist alles, ziemlich lahmes Zeug. Ob die das in 30 Sekunden hierher schaffen, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt einfach hier unten bleibe, ja, Waffel holt dem off. Ja, ich halte sie schon alle auf, alles gut. Macht dir keinen Stress, meine Freunde. Aber mir ist es schon völlig klar, dass ich hier, guck mal, 16 Sekunden, die schaffen es vielleicht gar nicht. Und dann hätten wir hier tatsächlich alle Nebenbedingungen auch noch geschafft. Und ich habe eigentlich aus einem ziemlich miesen Gefecht diese Mission gekriegt. Da ist der Jagdtiger. Und da war mir schon klar, 4 Sekunden schafft er nicht mehr. Schafft er nicht mehr, die Zeit läuft ab. Und das ist der Sieg. Na, mal gucken, ob er noch rüberkommt. Kann ich ihm noch eine geben? Nein. Brauche ich nicht. Das war Gewinnen, Überleben, 3000 Schaden und 2 Heavy Tank Kills. Und zwar genau auf Ziel. Wie gesagt, kein schönes Gefecht, aber das war so eine Mission, an der ich echt lange rumgedoktert habe und wo ich sehr froh bin, dass ich die geschafft habe, weil die mich durchaus... das ist immer so eine Glücksfrage. Kriegt man die Heavys, die man braucht oder eben auch nicht? Das sind nicht die Heavys, die wir brauchen. In diesem Sinne würde ich spontan auch auf eine Auswertung verzichten. Es ist tatsächlich unheimlich langweilig und nicht viel passiert. Nichtsdestotrotz sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wie immer Daumen da lassen. Jo, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.